Hallo Fans und Freunde der Vienna. Ihr werdet euch denken, was ist jetzt los? Es ist gar nicht Mittwoch und schon wieder gibt es ein neues Vlog auf YouTube. Das ist ein Special und davon wird es jetzt auch ein paar wieder geben, denn ich möchte euch gerne etwas vorstellen. Das Vienna Fanfotobuch. Schön langsam wird es Realität. Genau vor einem Jahr hat es begonnen mit den ersten Bildern und jetzt haben wir die Abschlussbesprechung, Grafik. Ich treffe jetzt gleich die Karin und dann besprechen wir den Inhalt und den Aufbau des Buches und ja, freue ich mich schon sehr drauf. Denn vom Kopf bis zum endgültigen Ergebnis schon recht spannende Reise. Ja, also auf zur Karin. Meine Lieben, ich kann euch nur sagen, ein Wahnsinn. Danke Karin, dass du das so. Es sieht fantastisch aus, Leute. Es ist der Wahnsinn. Ich hoffe, ich wünschte, es wäre schon morgen fertig. Es sieht einfach wirklich toll aus. Und an alle, die mir noch keine Texte geschickt haben, bitte seid so gut, schickt mir eure Texte, damit ihr in dieses Buch reinkommt, weil ihr werdet es ein Leben lang bereuen, hier nicht dabei zu sein. Ich bin sehr, sehr happy. Es ist besser, als ich es mir vorstellen konnte und es freut mich wahnsinnig, dass das so geklappt hat. Und ja, ich bin einfach sprachlos. Ich bin ein Wahnsinn. Sieht nur so die Gänsehaut auf, dass ich das jetzt hier schon so in den ersten Zügen sehe und ich hoffe, es klappt alles. Ich schaue, dass, oder wir versuchen, dass das bis November, also bis knapp vor dem letzten oder vorletzten Spiel fertig wird. Ich werde auch versuchen, eine schöne Präsentation zu machen. Also ihr werdet sicherlich dann sehen. Ja, das soll natürlich einen würdigen Rahmen haben, dass dieses Buch wirklich ganz, ganz toll präsentiert wird. Apropos präsentiert, wir sitzen hier im Fräuleins auf der Lerchenfelder Straße. Wenn ihr mal im 7. seid, kommt hier vorbei. Wahnsinnig gute Stimmung, sehr gutes Bier und man kann auch rauchen drinnen, also auch ein gewisser Vorteil. Ja, zum Beispiel gibt es am Samstag die 4-Jahres-Feier von Fräuleins, vielleicht nach dem Spiel, nach dem schönen Brunnspiel in Hetzendorf, hierher kommen und abrauchen. Machen wir das? Ich glaube, wir machen das auf jeden Fall, dass wir hierher kommen und nachher noch abfeiern, denn ja, wir freuen uns auch schon sehr auf die Saison. Was glaubst du, wie wird es werden, die erste Hälfte der RLO, der fünften Liga? Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese ganzen kleinen Plätze. Ich mag diese Atmosphäre ja gern. Aber ich wünsche dem Verein natürlich, dass es weiter nach oben geht. Ja, das hoffen wir alle. Also, was wir bereits gesehen haben, Leute sind gut drauf, die Spieler sind gut drauf, die Mannschaft findet zusammen und kommt auch zu den Testspielen. Ganz, ganz wichtig, denn ja, ich glaube, jede Stimmung, jede Unterstützung kann dem Verein nur helfen. Und natürlich freuen wir uns auch sehr, oder ich speziell, ich glaube, ich spreche auch für uns, dass wir uns schon sehr freuen, euch wiederzusehen bei den ersten Spielen. Das erste Spiel ist Siemens aus dem 22. Siemens Großfeld. Und dann, glaube ich, das nächste Spiel ist sogar schon das erste Heimspiel. Ich möchte auch ganz gerne die Aktion von Roli unterstützen, beziehungsweise von Rettet Vienna. Die Spendenaktion für den Michael Fuchs, für den Fuchsel, für den Sohn von Fuchsel. Das möchte ich gerne noch sehr, sehr stark unterstützen. Bitte spendet hier recht fleißig, kommt zu den Spielen, beziehungsweise auch auf die Website, auf Facebook. Und da gibt es die Möglichkeit, hier auch noch einzuzahlen auf ein Konto. Ich glaube, die Kontonummer steht auf der Facebook-Seite. Und ich möchte auch gerne die Damenmannschaft sehr stark unterstützen. Da ist auch einiges geplant, abseits vom Verein, dass man auch da Interviews macht und auch da ein bisschen präsentiert. Und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ihr zu dem einen oder anderen Spiel kommt, mal mit dem Roli reden oder da vielleicht auch eine Auswärtsfahrt organisieren kann. Ist natürlich eine Kostenfrage, aber ich denke, wenn wir ja, uns zusammentun, dann wird das sicherlich eine ja, recht nette Geschichte werden. Aber oh, nette Geschichte, ich kann es immer noch nicht fassen. Ich sehe es hier schon, ich kann es euch noch nicht zeigen. Es sieht einfach fantastisch aus hier auf dem Layout. Und wow.
Der Titel ist noch nicht ganz fix. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Dürfen wir schon den Titel sagen? Nein. Noch nichts. Aber wenn ihr Ideen habt, wie ihr euch das vorstellt, bitte schreibt es unten in die Kommentare rein oder auf Facebook. Würde mich interessieren, was ihr für einen Titel für das Vienna Fotobuch habt, was euch gerade einfällt. Jeder Input ist da willkommen, beziehungsweise wenn ihr noch Ideen habt, wie das Buch aussehen könnte oder was wir noch reingeben könnten, bitte schreibt es unten in die Kommentare. Und sonst würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Video ein Like gebt, den Kanal abonniert und nicht vergessen, die Glocke zu drücken. Also, bis zum nächsten Mal. Kammern Vienna.